Hallo, ich heiße Alexis, ich studiere Germanistik im dritten Jahr an der Universität Straßburg und heute möchte ich Ihnen Wolfgang Herrmanns Roman Inseln im Sommer vorstellen. In diesem kurzen Roman, der 2022 erschienen ist, treffen wir einen unbenannten Mann, der nach dem Tod seines Sohnes Fabius in eine schwere Depression geraten ist. Es fällt ihm also sehr schwer, sein Leben wieder aufzubauen und die erfolglose Liebesgeschichte, in die er sich stürzt, hilft ihm dabei auch nicht. Von daher beginnt er plötzlich eine Reise nach Frankreich und er landet im Süden des Landes. Es handelt sich um einen Ort, an dem er schon früher gewohnt hatte und mit seinem Sohn gereist war. Er besucht dadurch alle Orte, an denen sie zusammen glücklich waren und erinnert sich an eine einfachere Zeit. Was er aber nicht weiß, ist es, dass eine unerwartete Begegnung sein Leben zum Besseren verändert wird. Wolfgang Herrmann schafft also in diesem Buch eine besondere Atmosphäre und trotz der schweren Erinnerungen hat man den Eindruck, durch die sonnigen Straßen von Aix-en-Provence zu laufen, mit den Figuren im kalten Wasser zu schwimmen und so weiter. Es handelt sich also nicht nur um eine physische, sondern auch um eine emotionelle Reise, die sich durch die poetische Sprache von Wolfgang Herrmann spüren lässt. Obwohl es sich um eine emotional beladene Geschichte handelt, also es handelt sich um den Trauerprozess eines Vaters, der Roman bleibt voller Lebensfreude, indem der Vater sein Leben wieder in die eigenen Hände nimmt. Man taucht einfach in den Roman ein und kann ihn nicht vor der allerletzten Seite wieder schließen. Vielen Dank.